Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1853. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute bin ich wo? Das ahnt ihr nicht mal ansatzweise. Es geht um das Thema Kaffee. Und mir gegenüber stehen die Elisabeth und Jule. Die beiden arbeiten bei Bonaverde. Und die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, denen klingeln jetzt die Ohren, denn die wissen, dass ich vor einiger Zeit bei einem Kickstarter-Projekt mitgemacht habe, weil ich gerne Kaffee trinke. Wenn man sich das vorstellt, wer ist Bonaverde? Wie würdet ihr das kurz charakterisieren? Ich glaube, kurz ist es kompliziert. Es ist ein Unternehmen, das versucht, die Welt des Kaffees zu revolutionieren. Indem es die Kaffeeproduzenten direkt mit dem Endkunden verbindet. Das bedeutet, dass all die Chibos, Jakobs und so weiter, Röstereien dieser Welt, die eigentlich den Kaffee teilweise zu unfairen Bedingungen irgendwo einkaufen und dann durch die eigene Röstung mit einem Mega-Aufschlag und satten Gewinnen weiterverkaufen, dass die in Zukunft etwas weniger eine Rolle spielen. Genau. Dass die Bauern. Das werden die Kunden selber machen können. Das ist ja ein Traum. Jetzt kann ich ja aber beim Bauern keinen gerösteten Kaffee kaufen. Nein, sie kaufen dann grüner Kaffee. Grüner Kaffee, das ist auch das, was hier, das möchte ich mal so ein bisschen beschreiben, vor uns liegt. Wir befinden uns also bei Bonaverde in Berlin. Da gibt es nicht nur ein Lab, sondern einen Coworking Space. Das müsst ihr euch vorstellen, ist ein Büro, was so circa 35 Quadratmeter hat. Da sitzen Mitarbeiter an ihren Computern und da stehen auch so ein paar kleine Kaffeebecher. Was heißt ein paar? Was sehen wir denn hier? Beschreibt das doch mal bitte. Die Hörer können es ja nicht sehen, dass die so ein bisschen eine Ahnung kriegen, was sind das hier für Kisten? Also wir testen eigentlich mehrere unterschiedlichen Kaffeebohnen, also grüne Kaffeebohnen, und wir testen unterschiedlichen Röstprofile, um zu wissen wirklich, wie am besten der Kaffee gekostet sein kann. Okay, Röstprofile, das ist jetzt natürlich was jemand, der mit Kaffee wenig zu tun hat, sich schwer vorstellen kann. Was ist denn ein Röstprofil? Also jeder grüne Bohne muss geröstet werden, um gekostet werden können. Das heißt, normalerweise sieht das der normale Kunde gar nicht, weil das macht eine Rösterei. Aber unsere Maschine ermöglicht es jedem, seine grüne Bohne selbst zu rösten. Das würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Für die Nachtzug nach Hamburg-Hörer sei kurz erwähnt, auf der Facebook-Repräsentanz von Nachtzug nach Hamburg könnt ihr dann ein paar Bilder angucken, wie es bei Bonaverde in Berlin aussieht. Und wir schnappen uns jetzt eine neue Maschine und legen einmal los. Ja, auf geht's. Wir stehen jetzt hier schon praktisch vor der Maschine und hatten uns gerade über die Röstprofile unterhalten. Und nachdem ich euch jetzt beobachtet habe, wie ihr hier schon für die erste Inbetriebnahme einen NFC-Chip eingescannt habt, damit die Maschine weiß, sie hat einen neuen Filter, sehe ich hier so kleine Kärtchen. Was hat's mit denen auf sich? Genau, das sind unsere verschiedenen Röstprofile. Also wir haben pro Kaffeebohne ein anderes Röstprofil. Das heißt, auf diesen RFID-Chips wird ein Röstprofil abhängig von Temperatur und Dauer der Röstung gespeichert. Okay. Und sobald ich das scanne, weiß die Maschine, okay, das ist jetzt zum Beispiel die Bohne von Luis Alberto aus Nicaragua und ich röste die Bohne so und so lange bei so und so einer Temperatur. Alles klar. Und wie viele verschiedene Röstprofile habt ihr derzeit, oder mit anderen Worten auch, wie viele verschiedene Bohnen gibt es derzeit zur Auswahl? Und aus welchen Ländern sind die so? Genau, also momentan haben wir 3 verschiedene Bohnen, alle aus Nicaragua. Okay. Ich glaube, eine vierte ist in der Entwicklung sind wir am Verhandeln aus Mexiko. Und wegen der Röstprofile, wir haben eigentlich ganz, ganz viele. Diejenigen, die wir an den Kunden geben, sind nur 3 pro Bohne. Das heißt, ach so, pro Bohne gibt es sogar mehrere. Genau. Also Light, Medium und Roast. Und Dark Roast. Genau. Ich verstehe. Ja, das wird ja immer spannender. Ich bin gleich gespannt, wie die erste Tasse schmecken wird. Die Maschine wird halt beim allerersten Mal gespült und dann können wir wahrscheinlich gleich als nächstes die Bohnen reinschmeißen. Genau. Wir haben also die Maschine ausgepackt, hingestellt, in Betrieb genommen, einmal gespült, und der jetzt folgende Teil, der enthält ein paar Störgeräusche. Wir sind da ja in einem Labor, mehr oder weniger, wo rundherum elektrische Geräte zugange sind. Und deswegen bitte ich euch im folgenden Teil, die kleinen Tickgeräusche so weit wie möglich zu ignorieren. Wir legen also jetzt direkt los. Die Maschine, die ist mitten im Röstprozess, und genau an der Stelle steigen wir jetzt wieder ein. Okay, also man hört gerade die Beans
Cracken so, das nennen wir den First Crack und das bedeutet sozusagen, die äußere Haut der Kaffeebohne löst sich von dem Kern der Kaffeebohne. Ja, das kann man auch ganz gut sehen, genau, ja, wenn man durch die Röstkammer anguckt. Und genau, diese sogenannten Kaffeebohnenschalen nennen wir hier auch Silver Skins. Und die werden später nach dem Rösten per Luftzug sozusagen in ein... Aus der Röstkammer entfernt, genau. Und dann in einem separaten Behälter aufbewahrt. Genau, aufbewahrt. Okay, nach dem First Crack, unterstelle ich mal, kommt auch noch ein Second Crack. Oh, es hat gerade schon wieder gecrackt. Genau. Was macht der Second Crack? Der Second Crack ist eigentlich nur für Espresso-Bohnen, okay, und Espresso-Roast gedacht. Das heißt, das ist sehr, sehr stark geröstet. Für Filterkaffee ist es nicht geeignet. Okay, wir machen heute Filterkaffee, deswegen beschränken wir uns auf den First Crack, ja, und warten, bis die Bohnen durch sind. Und dann, die werden sicherlich auch noch abgekühlt, oder? Passiert das auch, genau, per Luftzug, genau, oder kühlen die so ab? Ja. Oh, das crackt schon ordentlich. Ja, aber das heißt, die Maschine kann ein Espresso Roast auch rösten, das ist kein Problem. Aber für Filterkaffee, wie gesagt, ist überröstet und der Geschmack ist nicht super geeignet. Okay. Klingt nach Kaffeemahlen auf jeden Fall. Das heißt, oben dreht sich jetzt dieser Rührer und schiebt die Bohnen so nach und nach ins Mahlwerk runter und die malt es direkt in die Filtertüte, die darunter lauert. Röchelt wie eine Kaffeemaschine, die gerade so vom Fertigwerden ist. Man kennt es irgendwie von den Beamtenfluren, wo aus jedem zweiten Büro dieses Geräusch rauskommt. Wir haben natürlich nicht so eine schöne Maschine. Aber jetzt bin ich gleich mächtig gespannt, wie der Kaffee schmeckt. Die Kanne ist ja im Prinzip auch schon voll unten. Das heißt, wir werden jetzt pur testen, ohne Milch, ohne Sahne, ohne Zucker. Das ist alles verboten bei uns. Zu Recht, hoffe ich mal. Und Zucker ist verboten, um wirklich den richtigen Geschmack des Kaffees kosten zu können. Und diesen Geschmack, den hat man nur, wenn man so eine Maschine hat, weil alles, was vor Monaten geröstet und vakuumverpackt im Supermarkt irgendwo rumsteht, ist nie so frisch, genau, wie das, was wir jetzt hier gleich trinken dürfen. Ja, genau. Meistens sind da auch bei den Bohnen aus dem Supermarkt, die sind halt overroasted, so wie wir das sagen. Wir versuchen halt sozusagen Röstprofile zu erstellen, wo die Bohnen nicht überröstet sind und sozusagen ein leichtes oder ein stärkerer Kaffee, je nachdem, den wir dann an den Kunden sozusagen. Warum überröstet eigentlich so, warum überrösten die großen Anbieter den Kaffee? Weil sie, sagen wir mal, billige Bohnen nehmen und damit den Geschmack covern, so damit man es dann nicht mehr merkt, das könnte eine... Können wir mal mutmaßen, könnte ein Grund sein zumindest. Eigentlich, was Sie in den Supermärkten finden, sind normalerweise Blends. Das heißt, es werden mehrere Ernte gemischt und dann geröstet, damit der Geschmack sehr einheitlich ist. Und man kostet nicht den richtigen Geschmack von Kaffee, sondern wirklich so einen Geschmack, den dann allen gefällt. Dann freue ich mich jetzt hier auf den echten Geschmack. Dann holen wir ihn mal. Ja. Lassen wir ihn raus aus der Kanne. Genau, die Maschine hat eben schon Bescheid gegeben, dass der Kaffee fertig ist. Ja, das Piepen hat man wahrscheinlich nicht gehört, weil das auf so einer hohen Frequenz ist. Ach so, okay. Das muss ich dann mal sehen, ob man das hört. Aber das wird jetzt umgefüllt in ein doppelwandiges Glasgefäß, so schöne Bodum-Kaffeebecher, damit der Kaffee heiß bleibt. Und ja, dann werden wir uns den mal zu Gemüte führen. Also, wir haben einen Dark Roast. Ja, genau. Wir haben hier einen Dark Roast benutzt. Das heißt, es gibt viel leichteren Kaffees. Und Röstprofile. Mein Lieblingsröstprofil ist viel leichter zum Beispiel. Yeah. Und man schmeckt dann viel mehr nach Limone, Mandarine, solche Geschmacke. So weit geht das also. Ja. So viele Nuancen stecken tatsächlich drin, wenn man frisch geröstete Bohnen hat und nicht den Blend aus dem Supermarkt. Ja, definitiv. Und hier schmeckt es ein bisschen anders, aber Sie können das selbst kosten. Und ja, das werde ich. Ich habe gerade schon meinen kleinen Schluck genommen. Und ich finde, er schmeckt trotzdem, dass es ein Dark Roast ist, sehr leicht. Mhm. Aber er ist also wirklich, sind viele Aromen, ich kann die gar nicht so toll bezeichnen, wie ihr das hier macht, weil ihr natürlich viel mehr Erfahrung habt. Aber was wir vielleicht mal verraten können, sollte jetzt der ein oder andere Nachtzug nach Hamburg hören, neugierig geworden sein. Kann man hier jederzeit einfach so hergehen oder gibt es hier nur bestimmte Zeiten? Also wir arbeiten hier jeden Tag, auch manchmal jede Nacht. Das heißt, jeder kann hier reinkommen und einfach einen Kaffee kosten auch. Und wir sind hier in der Schröderstraße 11 in Berlin. Welcher Stadtteil ist das? Mitte. In Mitte. Genau.
Genau. Wir haben aber auch zweimal pro Woche sogenannte Coffee-Tastings. Und wo gibt es die? Also die gibt es hier, die finden bei uns hier im Tasting Lab statt. Und man kann sich dafür anmelden auf Facebook bzw. Eventbrite. Und das führt unser Barista durch, Kike, und der erklärt dann einiges zur Maschine, zur Kaffeebohne an sich, zum Background und auch viel zu Bonner Werder, also was hinter uns eigentlich steht und was unsere Idee ist. Oder was euch antreibt. Ja, genau, unsere Vision, ja. Vision und auch, also sein Job ist wirklich, Röstprofile zu entwickeln. Das heißt, er kennt alles über Kaffee und wie Kaffee geröstet sein muss. Und die unterschiedlichen Geschmack kann er sehr, sehr gut erzählen, viel mehr, so viel besser als was wir machen. Genau. Dann kann ich mich nur ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier so einen kleinen Einführungskurs gemacht habt. Dann freue ich mich schon, dass wir jetzt meine Maschine gleich verpacken. Genau. Und dann ziehe ich von dannen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko und Jule und Elli. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.